Herr Walkenhorst, Pellegrino Matarazzo soll die TSG Hoffenheim also wieder zum Erfolg führen. Wie sehen Sie diese Entscheidung? Ja, die Entscheidung kam vielleicht, wenn man so möchte, etwas arg spät, weil die Möglichkeit hätte es ja vielleicht schon nach Nagelsmann gegeben. Jetzt ist er da, es war naheliegend. Man muss ja auch jemanden holen, der in der Zeit ja irgendwie in Bezug auch zur Mannschaft hat und sich nicht völlig neu in das ganze System Hoffenheim einarbeiten muss. Von daher ist es, das war die naheliegendste und die wahrscheinlichste Lösung von allen. Jetzt gab es in den sozialen Medien ja auch recht viele kritische Stimmen. Was meinen Sie, warum sind denn so viele Hoffenheim-Fans gegen Matarazzo? Ja, das ist einfach unser Naturell. Das darf man nicht so ernst nehmen. Also hier hätten sich auch die Leute über Klopp beschwert oder über Tuchel. Es ist einfach eine gewisse Hybris hier, die hier einfach vorherrscht. Man ist im Grunde hier per se mal gegen jemanden. Das darf man nicht so ernst nehmen. Wenn er da ist und er gewinnt, ist alles Bombe. Uns hat niemand jemals was gesagt. Hat diese ja teilweise negative Stimmung vielleicht auch was damit zu tun, dass man mit Nagelsmann ja doch sehr verwöhnt war und dann, ja, kann man schon so hart sagen, enttäuscht wurde? Das ist natürlich eine Erwartungshaltung. Ich kann natürlich einmal brillant essen gehen und danach denken, alles andere schmeckt scheiße. Man muss ja auch mal sehen, was ist denn eigentlich so der Durchschnitt? Herr Nagelsmann gehört sicherlich zu den allerbesten Trainern, die es so in den letzten 10 Jahren gab. Und man muss es einfach nur als Highlight sehen und einfach sich mal ein bisschen zurück besinnen auf einen ganz normalen Trainer. Und da hatten wir jetzt einige. Und die Fußstapfen, einfach, die er hinterlassen hat, waren halt enorm groß. Die waren zu groß für Herrn Schröder, die waren zu groß für Herrn Hoeneß und nun halt auch für Herrn Breitenreiter. Dann hoffen wir mal, dass ja diese Lücke Pellegrino Matarazzo ja, schließen kann. Was erwarten Sie denn jetzt von ihm? Vielleicht auch schon jetzt am Samstag gegen Leverkusen? Ja, was man erwartet, ist klar. Man erwartet, dass die Mannschaft anders auftritt, dass er sie anders motiviert, dass sie mehr kämpft, wenn man so möchte. Obwohl ich ja auch immer glaube, dass sie das ja immer wollten. Das möchte mich immer gar nicht absprechen. Man muss einfach mal auch die Umstände sehen, dass Herr Breitenreiter mit einer A-Mannschaft ins Winterlager gekommen ist und er spielt seit Beginn der Saison im Grunde mit variierenden B-Mannschaften. Also er hat jede Woche hat er neue Spieler und 7, 8 Spieler, mit denen er trainiert hat im Wintertrainingslager, standen ihm einfach die ganze Zeit nicht zur Verfügung. Dann sind wir mal gespannt, was für eine Mannschaft Pellegrino Matarazzo am Samstag gegen Leverkusen aufs Feld schickt. Herr Walkenhorst, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Bitte sehr.